Willkommen zurück, ihr tollen Tomaten, bei der Abendschorst. Wir spielen mit der Pokémon weiter. Wir haben gelevelt, wir sind bereit für die Arena. Alle Level 17. Haben uns Vielleicht ein diesmal bisschen high, aber. Notfallpläne zusammengelegt. Ja, also die Arena wird hier alles kreischnack machen. Und dann der Leiter wird alles Bait erledigen. Im Idealfall. Ja. Ich Mal gucken, wie werde das wahrscheinlich klappt. Kolle handeln lassen. Ich habe Goku noch den EP-Teiler gegeben. Vielleicht wird er noch Level 20 während der Arena. Dann habe ich noch einen Capoeira, schätze ich mal. Die Stats sind ziemlich ausgeglichen bei ihm. Wird wahrscheinlich kein Noctua, kein Kikli. Schade, schade, aber hey. Man kann hoffen, man kann träumen. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht schlimm. Capoeira ist ja auch ganz nett. Ich mag nur diesen Start-Move nicht, diesen Dreifach-Kick, weil er nur 10 Schaden macht. Ich finde, die anderen beiden sind wesentlich nützlicher. Das stimmt. Muss ich mal gucken, ob mein Krabbengerät auch nützlich ist für die Arena, also ob er das schafft. Nützlich ist er Ein sowieso. Krabbengerät. Ein Macholo. Ja, das ist mir egal. Das wird einfach Also ich dachte, Klammer ist so eine umkursiert. 15-Schaden-Attacke. Der fetzt ja richtig weg damit, ne? Wer? Kalle. Kammer? Ja? Ja. Das ist strong. Ich dachte, das wäre so 15 Damage irgendwie. Aber es ist Klammergriff gewesen. Ja. Ja, eigentlich kann ich straight zum Leiter. Ich sehe gerade, wir sind ein bisschen überlevelt. War eigentlich nicht so geplant. Wo Hä, lag wieso nicht überlevelt? Der ist doch Level das? 19. 19 ist Cap. Ja, das mag ich. Oh, hier ist ein Doppelkampf. Ach ja, da bist du auch gerade, ja. Ich sehe es, okay. Was habe ich denn vorne noch? Alten. Boah, ich glaube, Teliosa. Scheiße. Und? Ja, Gustl, okay. Lol, wie der Gegner einfach Ah. struggelt. Er macht Konfusion auf meinen Kolle. Ich habe grad gar nicht dran gedacht, dass der meinen Rabauz einfach one-shotten könnte. Das wäre so ein richtig Gut, One-Shot. bescheuerter Dev gewesen. Unwahrscheinlich, aber. Und das hat gar nichts eigentlich an Stats. Das stirbt eigentlich so ziemlich von jedem Windstoß. Ja, von Windschuss wird's auch sterben, ja. Ja, das stimmt, ja. Aber das nur wäre. Silberblick trifft beide? Okay. Wüsste ja. Ich wusste gar nicht, dass das eine Multi-Attacke ist. Die Frage, kriege ich das Ding tot in einem Hit? Wieso? Weil es Geduld macht. Ich habe jetzt keinen Bock, dass das jetzt hier kommt. Surprise, Charge, tot. Ja, ne, das wäre nicht so schön. Weil wenn der jetzt angreift und dann da. Ja gut, er muss zwei Runden Ja, chargen, okay. Naja. Aber jetzt hat er es raus. Jetzt kann ich angreifen. Bang. Ja, das hätte nicht gereicht. Neva Eva. Ja, ganz knapp. ja, waren das jetzt zwei Züge oder einer? Weil er hat jetzt muss er zwei Runden aufladen bei Geduld. Ja, er hat bei mir eben schon eine Runde aufgeladen, deswegen. Wo ich das gesagt habe. Achso. Ilonka und Holger, Alter. Ich habe keins, das ich kennenzulernen. So, hier sind echt eine Menge Trainer in der Arena drinne. Ja, schon ein bisschen. Sind schon vier Ja, gewesen. halt wegen der. Halt wegen dieser Blitzmechanik, weißt du? Damit du halt immer schön nicht hocharbeiten kannst mit dem Blitz. Ja, ich bin schon beim fünften. Ich auch. Makuhita. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Überwurf. Von wem? Ja, weil das ja festen Schaden macht.
Oder war's? Nee, nee, das war Geowurf. Das war Geowurf, Geowurf. Überwurf greift, glaube ich, als zweites an, trifft dafür immer. Ja. Bling, Level 18. Bam, 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 bam. Ach, ich bin jetzt. Das war jetzt also, Nummer 6 hier bei mir. Mir fehlt noch der Boy und dann hab ich's. Der Boy. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz raus und hol mir nochmal Hypertränke. Supertränke fällt mir gerade ein. Ich lauf noch mit die ganzen. Ich hab nur zwei Supertränke dabei. Müssen wir aber zurück nach Dings, oder? Nach. Nee, wir können einfach nach. Wir können auch einfach nach Graport City. Halt, ja, müssen wir beim Strand halt dodgen. Ach, scheiße, stimmt. Ja, zwei Supertränke sollten eigentlich reichen. Ja, ich hab noch Energiekraut einmal. Stimmt, ich hab auch noch Vitalkraut, glaube ich. Das hat auch ordentlich geheilt. Ich meine, für Pokémon, die keine Zuneigung brauchen, ist das jetzt nicht so schlimm. Ich hab gar keine normalen Tränke, sehe ich gerade. Ah, ich muss mal raus. Ich brauch Quanger. Krieg ich noch hier noch ein Wasser von dem oder war das erst später? Ja, das sieht jetzt aus, ne? Ja. Nee. Aber warum gibt's auch keinen Markt? Das ist so ein blöder Schwachsinn. War das hier schon, dass die Pokémon Center das dann global anbieten? Also sprich, dass du auch in weiter früheren Städten die Sachen holen konntest? Das weiß ich nicht. Ich werde es rausfinden. Ich sehe gerade, ich habe Energiestaub einmal, zweimal zwei Supertränke. Wahrscheinlich so. Also hier nur normale Bälle und normale Tränke. Ja, komm. Auf Weg. Ich bin mir gerade, ob ich nochmal schnell in die Höhle gehe und mein Capoeira mache. Ey, Alter, jetzt. Was war? Wenn Kalle das nicht so gemacht, habe ich ein Problem. Ja, also, Bait. Eisenabwehr to win, ist der Plan. Ja, ich werde auch Erdmann. Zu der Platz. Wir können ja nicht volltreffert werden, das ist dann praktisch. Stimmt, wenn wir Doppelpanzerhaut. Ja, da haben wir das Panzerhaut-Link bekommen. Was hast du denn für ein Item überhaupt hier? Glücksei. Überreste. Also du. Ja, so, ich bin Camelo, der von zu haben. Ja, ja, ja. Ah ja, oh, die pechschwarze Höhe, ja, ja. Hm. So, geht's mal los. Camelo. Ach, hallo. Das Gute ist, ich hab schon Eisenabwehr. Es geht um zwei, oder was? Oh. Ja, ja. Oh, Potzer, ja, mach du ruhig. Das ist mir relativ egal. Ja, ich habe Überreste noch. Auch 2 HP! Na gut, ich meine, wenn der Schaden so bleibt wie bei Karateschlag, dann kann er ruhig mitprotzen. Ein Verteidigung bin ich schon mal im Plus auf jeden Fall, im Gegensatz zu seinem Angriff. Ja, ich auch. Schmerz auch im Plus. Ich muss auch jetzt plus 6 sein, deswegen greifen wir mal an. Ja gut, du musst das nur dreimal einsetzen. Bestimmt, ne? Ja, das ist mir ziemlich sad. Wow, das war eigentlich sogar recht viel Schaden, ehrlich gesagt. Ah, Gearwurf. Ja. Aber das ist okay. Gut, es hat halt noch Medici mit Konfusion. Aber ich glaube, Pelos Spätzle war gar nicht so schlecht. Ja, was, wovor du mehr aufpassen musstest vor der Geduld.
So, ja. Lichtschild. Das ist sogar schlau. Scheiße. Und da kommt der Geowurf. Ich muss doch. Ich hab, jetzt habe ich 6 Mal mein Headband also, drin. Jetzt fängt er an zu Geowurfen. Energiefokus gegen Abwehr. Macht Sinn. Ja, es macht Sinn, nur dass ich war mir nicht mehr sicher, ob Mashodo das auf Level 16 kann. Und ja, er kann's. Nee, ich meinte, Medete macht Energiefokus. Achso. Nee, das ist Dings hier. Das ist hier. Focus Punch, oder? Immer ist er hier übelst am Choken. Ja, das ist der Focus Punch. Naja. Ja, der Spam frisches Fail. Alter, Achtung. Ich hoffe, das macht er bei mir auch. Ich meine, ich habe auch ein Wasser-Pokémon. Die Chance ist gar nicht so schlecht, dass er das gleiche macht. So, das Lichtschild ist weg. Oh, krank. Wow. Blub. Das ist der erste, wo Klammer keinen Schaden macht. Hat Protzer die Verteidigung auch erhöht? Ja. Ah, gut. Kein Problem. Wird geblubbert. Mashodo kriegt den Blubber. So, Maguida. Zeig mir, was du kannst. 19, ey. Aber müsst. Ja, protz dich hoch, wie du magst, mein Junge. Also ich brauche wieder eine Ewigkeit. Ich habe übrigens ein Highlight benutzt bisher. Ja, ich auch schon. Okay. Mit dem Geowurf musste ich gleich mal heilen. Jetzt, solange der choked und nicht auf Geowurf umsteigt, läuft das so eine Ewigkeit weiter bei mir. Mach's gecallt. Ich hab's eigentlich heraufbeschworen. Ja. Hier gerade der Dings auch gut, der Text. Marguerite wurde von Bait geschnappt. Ja, genau. Da hast du Überwurf, der macht wie viel Schaden? Ja, 15, das ist moderat. So, jetzt bin ich glaube ich in der Range, dass mich ein Geowurf killt. Jetzt muss ich wieder heilen. Er hat Gegenschlag. Ja, Perlu tot. Perlu war mit meinem Krebskorps. Wir haben übrigens auch unten die in den Rahmen vergessen, fällt mir gerade ein, aber. Ja, ich hab's auch gerade schon gesehen. Ich hab's schon am Anfang vom. Also. Ach, nee. Vom Kampf gesehen. Also, ich dachte mir so, okay, 15 HP, ich hab 22 und Überwurf muss eigentlich das Stärkste sein, was er hat. Ach, ja, komm mal. Der Schnack. Und würde ihn einfach. Nein, er hat doch. Einen Trank? Oh, das ist schlecht. Ist das ein zweiter gewesen oder erster? Zweiter. Confuse. Bin ich schneller als er? Ja. Jawohl, komm. Tu den. Jawohl. Boah. Ach Mann, weißt du. Ich hab Perlo gemocht. Ja. Von Krebskopf drauf. Ja, ne, ist schon wieder natürlich der beste Verlust eigentlich schon. Jetzt protzt der auch los. Ja, der beste Verlust. Das war auch die, das war die Arena-Attacke, ne? Das hat jeder. Protz, ja, Alter, die haben sie alle. Das kriegt gleich mal meinen Marco wieder. Oder Gustl. Oder mein Krebutak. Das kriegt Marco wieder und dann ist das gut so. Ja. Dann macht ihr viel Glück. Ach, macht auch hier Choke. Ja, aber ich bin gerade wieder so ein bisschen beunruhigt über das Marco Hita, als ich gesehen habe, wie das dein Perlu zerschreddert hat. Okay, hat ja. Kein Heiltrank. Der Gegenschlag war schon böse und ich hatte. Ich glaube, er hat 2 Protzer gehabt, ich hatte 6 Death plus, also mit plus 4 Gegenschlag. Ja. Ich
Spezialverteidigung kann er ruhig buffen. Ich weiß nur nicht, ob mein Klammer noch reicht. Es hat nicht so viele Aufladungen. Ich habe schon die ganze Zeit Klammer eingesetzt. Ich habe zwar schon gelb, der Angriff. Das kannst du ja links machen. Ah, na gut, 30, 12 Aufladungen noch. Also ich habe 11 Stück für Makuhita, er hat keinen Heal. Ja, 11 Angriffe sollten eigentlich reichen. Er hat, aber er hätte Bäre auf jeden Fall. Was er noch erwähnt vielleicht. Ja, easy. Überwurf. Ja. Ja, eigentlich ein selbes Match. Hat er keine Bäre getriggert, hä? Ja, eigentlich safe, aber ja, ich wollte halt die Highlights frisch mitlassen. Ah, der Gegenschlag auf Doom, ey. Da kommt seine Bäre. Ich hab auch voll vergessen, dass er das kann, ne? Ich dachte, er hat nur Überwurf und Cartridge. Nee, wie ist das Ding? Armfast halt. Ich weiß den deutschen Namen nicht mehr. Armstoß, glaube ich, einfach, oder? Armstoß, Überwurf. Protzer, noch irgendwas. Ah, der Gegenstoß, ey. Das Ding aber auch 0 Leben verliert, das Krippotag, ne? Ja, irgendwie sind deine Härten da besser als meine. Ich habe Überreste drin, ich muss mich nicht so oft teilen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Hä? Das war ja gar nichts. Ja, bei mir hat er aber auch noch 2 Protzer. Oder ein? Ich glaube 2. Ein Protzer hat er bei mir auch gehabt. Ja, hat er gemacht? Ja. Dann, keine Ahnung. Was hast denn du an Death mit Perdu? Ich habe auch immer gefühlt, dass das einfach Eisenabwehr das irgendwie nicht ganz gestackt hat irgendwie. Keine Ahnung. Also ich hab 22 KP. Du hast weniger Verteidigung als ich. Ja, und ein Überwurf waren ja auch schon 15. Oder was, Gewurf? Ja, ja. Ja, das macht ja das krasse aus. Ich meine, das wird ja am Ende um, was weiß ich, 600% erhöht. Ich habe 6 Verteidigung mehr als du. Wenn du das mal 6, ich habe 36 Verteidigung mehr gehabt damit am Ende, ne? Ja, gut. Ne? Das macht schon mal, vor allem ich habe noch Level-Ups gemacht, 2 Stück in der Arena, glaube ich, oder einen. Nein, ich hab nur, das war der Attack, ich hab nur 33 Verteidigung. Keine Ahnung, was das war jetzt. Na egal, wir haben Camillo locker geschafft. Haben leider noch. Haben sie mal sozusagen unnötigerweise dieses Mal leider ein Pokémon verloren. Ja, sad face. Tschüss, Perlu. Ah. So. Ja, Dr. Eggman ist wieder im Team. Er fordert sein Tribut, um wieder ins Team zu kommen. Dr. Eggman. Wir wollen eigentlich lassen draußen. Wir gehen nächste Runde nach Graffi 4 City und da werden wir eh wieder neue Encounter haben. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Der Kampf war ein bisschen trocken bei mir. Ich wusste noch nicht, was ich jetzt kurz sagen soll. Der war ein bisschen langatmig. Bis zum nächsten Mal, Leute. Jo, ciao.